Hallo und herzlich willkommen zur gepflegten Unboxing-Unterhaltung heute. Einen schönen guten Tag. Mit meinem freundlichen Thorsten. Ich habe heute nichts zu sagen. Wie ihr seht, haben wir hier. Also, ich habe 3 schöne Pakete bekommen. Zu Hause sind wir hier, ne? Also ja, bei mir. Mit Wochenverspätung fangen wir jetzt mit einer Sache an, die zig Millionen Mal verkauft wurde mittlerweile. Mhm. Jeder liebt es. Ich glaube, ich habe noch nie wirklich was Schlechtes über ihn gehört. Ich auch nicht. Vor allem ist heute sozusagen Weihnachten für mich. Deswegen. Drum. Du hast die Ehre. Ich habe die Ehre. Ja. Deswegen. Fangen wir an. Mit einem Weihnachtsmann. Ja, wie Weihnachten, ne? Wie Weihnachten. Eine etwas andere Location. Heute sind wir nicht bei Tobias zu Hause. Ja, heute sind wir bei mir. Oh, deswegen hole ich euch hier mal ran. Und verspätet deswegen, weil wir schließlich dann erst Ostern hatten. Ja. Als hätte der Weihnachtsmann zu Ostern nichts zu sagen. Oh, das sieht aber wenig aus, aber wir wissen das ja. Was hast du gesagt? 200 Teile? 200 Teile, ja. Machen wir bei dir auch Recycling? Ja, hallo. Bei mir gibt es auch Recycling. Recycling. Okay. Hey. Recycling. Immer noch beste. Ein Warning. Recycling. Also ich wurde damit auch mehr oder weniger überrascht. Vor ja, gut einer Woche. Ich habe über einen Monat gewartet auf das schöne Ding. War wahrscheinlich auch ausverkauft, wie genau die anderen Sachen im Paket auch. Ja, richtig. So, du baust schon mal den Weihnachtsmann zusammen, da brauchst du keine Anleitung für, oder? Nein, ich warte auch. Das ist wieder Symmetrie. Symmetrien lassen sich erfahrungsgemäß ja gut zu zweit aufbauen. Ich bin mal gespannt, ob die auch geht, ne? Also das soll ja eine Schneekugel sein. Ja, ich glaube, das ist eher virtuell gesehen, oder? Schauen wir mal. Also einen Motor habe ich noch nicht gesehen oder so. Ach so, schütteln vielleicht, ja. Schütteln, genau. Schütteln, Schüttelshake. Ah, diese 2 Steinchen da. Hast du unsere Zuschauer schon rangezoomt? Was die sind schon so dran. Ich kann das nur jetzt nicht sehen, ohne mir jedes Mal den zu verändern. Es ist Weihnachten. Ja, fehlt nur der Schnee, den können wir ja noch einfügen. Virtuell. Aber das verzerrt das Bild, das ist Wettbewerbsverzerrung. Ja, stimmt. Eigentlich muss das ja hier rüber, wenn ich das mal so sagen darf, ne? Ja, stimmt. Stimmt. Unsere Zuschauer sollen ja jemand like sehen, was wir machen. Und wenn, dann ist es halt erstmal nur auf dem Kopf. Ist das dieselbe Farbe oder ist das heller? Nee, das ist dieselbe. Das ist dasselbe, ne? Sieht ganz merkwürdig aus für den Moment. Gut. Ja, wie gesagt, heute ist Weihnachten. Nee, die müssen. Ja, nach das innen. Ich hab's gesehen. Ja, die wollen. Wie viele Monate sind es noch bis Weihnachten? Wenn wir schon wieder Ende April. Ende April, ja. Anfang Mai. Ja, so schnell. So, dann ist das verkehrt drin. Ja, verstehe. Ja, damit man außen die Ziegel hat. Nee, ich meine, das liegt verkehrt rum, wenn ich das hier so. Ja, ist ja gut. War auch Zufall, dass ich dieses Set zu dem gleichen Zeitpunkt bekommen habe. Ja, die Frage ist, wie kamst du überhaupt darauf? Hast du das irgendwo mal gesehen oder was hängt da für eine Geschichte dran? Ja, ich hab's gesehen und ich habe gesagt, cool, das muss ich haben. Das kaufe ich mir zu Ostern. Genau. Weil, ja, es ist eben ein seltenes Set, deswegen Limited Edition. Ne? Das heißt, jetzt in die Vitrine stellen und im Alter vorgesorgt haben. Ja, genau. Ich habe eine Reportage gesehen, wo es genau darum ging, dass, ob das jetzt Lego-Fans sind, lass dahingestellt sein, auf jeden Fall Leute Sets kaufen, von denen sie von Anfang an wissen, dass sie selten sind. Hm. Vor allem gerade so Turm von Ortang, Simpsons Häuser, Star Wars und so, diese alten Sachen auch. Und die kaufen dann nicht eins davon, sondern 10, 20 Stück. Ja, und das ist eine Wertanlage das für die. Das ist für die eine Wertanlage, in der Tat. Ob das dann in 30, 40 Jahren noch so ist, das weiß ja kein Mensch, aber. Wer weiß. No risk, no fun, ne? Haben sie was für die Enkel hinterher?
guck mal, Star Wars, das war mal ein großes Franchise, bis Disney kam. Oh, darf man das sagen? Darf man. Darf man das sagen? Darf man. Ist die Frage, ob die das nicht wirklich kaputt machen. Die haben noch so viel damit vor. Ach, das ist einfach nur Geldmacherei, wenn du mich fragst. Dann noch diese Spin-Off-Geschichten und... Wie viele Kinofilme sind jetzt noch geplant? Also sind ja noch zwei Hauptfilme geplant, also von der 7, 8 und 9. Genau, The Last und Jedi. Dann noch die Geschichte von diesem, ja, Ford, ne, Harrison Ford sozusagen. Ach so, das ist... Wie heißt ich komme jetzt auch nicht auf den Charakter. Han Solo, genau. Han Solo. Das wollen sie auch noch verfilmt. Ja, dann können sie auch die Solo-Geschichte von, keine Ahnung... Ja, genau, von die, der... Die Evox gab es ja schon. Aber die können sie auch nochmal neu machen. Richtig. Ja, deswegen, ich weiß nicht warum. Und ich glaube auch, dass das Kino zahlt technisch gar nicht mehr so an Episode 1 so ranreicht wie früher. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ja. Da hört man zumindest deutlich weniger von. Okay, Trailer. Ich fand das witzig, als sie die Tage erzählt haben. Das heißt ja im Original nur The Last Jedi. Mhm. Und da gab es wohl ellenlangen Diskussionen in Foren von Fans, die machen ja, ist das jetzt ein Jedi oder sind das mehrere? Weil im Englischen kannst du Plural von Singular ja nicht unterscheiden. Achtmal. Und das fand ich sehr witzig. Ja. Ja, da haben die Amerikaner eine scheiß Grammatik, wenn es um solche Sachen geht. Das stimmt. Mache ich das richtig hier? Wird sich rausstellen, wenn wir Asymmetrien haben. Naja, wo wir gerade beim Lego sind, ich habe mir ja, da ich das Spiel selber nicht besitze, ein paar Lego Dimensions Let's Play angeguckt. Mit anderen Worten, ich habe die Hauptstory durch. Wow, schon. Ja, geguckt, nicht gespielt und auch keine 100%. Das muss man alles dazu sagen, weil den Kanal, den ich da gefunden habe, die spielen das Spiel zu dem Zeit, wo die Sachen rauskamen. Und dann kamen sie halt in Leveln, wo Charakter benötigt waren, die es einfach zu der Zeit noch nicht auf den Markt kam. Richtig, ja. Und ja, es war interessant. Also ich fand bisher am spaßigsten, ich habe ja schon mal ein bisschen weiter geguckt, das mit Sonic fand ich gar nicht so übel. Mit Sonic ist richtig toll. Vor allem, weil die da auch größtenteils in 2D geblieben sind. So ist es, ja. Ne, wirklich so Sidescroller, das fand ich sehr, sehr witzig eigentlich. Portal fand ich auch geil. Am schwersten fand ich wirklich dieses Arcade, ne? Arcade, ja, da hänge ich gerade so, da bin ich so am Gucken gerade. Also, wirklich. Aber die hatten dasselbe Problem mit der Steuerung. Die haben bei dem ersten Spiel immer eine halbe Stunde gehockt, bis da mal irgendwas ging. Die haben das allerdings geschnitten. Ja. Aber die haben auch, die haben kritisiert, warum gerade das erste Spiel ist, weil Leute, die keine Ahnung von Arcade haben und dann fangen die mit so einer beschissenen Steuerung an. Ja, richtig. Das könnte abschrecken, ja. Die hätten vielleicht erst irgendwie Defender machen sollen oder so und dann, wenn dann ein Spiel zwischendurch mal doof ist, das hast du ja in jeder Sammlung irgendwie. Ach, das sind die Blümchen, okay. Die Blümchen. Aber gerade das schreckt natürlich ab. Glaube ich auch. Und ich glaube, das war bei dir fast auch so. Was ist das denn für ein Scheiß und so? Naja, kann ich mir schon vorstellen. Da ist er. Aber was da nicht alles zu entdecken gibt, meine Herren. Oh ja. Ich habe ja jetzt bei einigen schon die ganzen Minikits gefunden. Du, da frage ich mich in manch anderem Lego-Spiel auch, wo sie die versteckt haben noch. Kannst du alles zertrümmern und findest doch noch nicht alles. Ja, teilweise sind die richtig schwer versteckt. Ja. Also. Wenn die sagen, die supporten das für x Jahre, dann hat das bestimmt, ja, die haben x Jahre zu tun, bis sie alles gefunden haben. Das, ja. Richtig. Wenn man das wirklich, also wie ich das vorher 100% stehe, das dauert. Das dauert. Ja, hast du schon ein Blümchen oder hast du den Orange? Nein, ja, das Blümchen. Wo ist denn jetzt der andere? Da. Ja. Oh, cool, Fenster. Ich setze Fenster ein. Ich setze schon mal den Schneemann hin. Oh mein Gott, das ist ein Weihnachtsmann. Schneemann. Schneemann. Kommt der genau nach vorne? Ja. Wahnsinn. Wir sperren ihn quasi ein. Ja, genau, der darf nicht sehen. Willst du bauen? Tannenbaum? Oh, Tannenbaum. Tannenbaum, heute bist du etwas spät. Oder zu früh, kann man sehen, wie man will.
Naja, im Moment würde ich sagen, zu spät. Ja gut, aber dass es so schnell ausverkauft war, was ich jetzt hier stehen habe, weiß ich. Da werdet ihr die Augen machen. Das ist unser erstes richtiges Unboxing mit Verkabelung und so und Scheiß, ne? Ach, Kabel sind da auch bei. Ja. Wahnsinn. Also. Ja, lasst euch überraschen, was es ist. Der Witz an dieser Sache ist ja, wie du sagst, es war ausverkauft nach wenigen Tagen. Aber irgendwie scheint jeder große YouTuber da kein Problem mit zu haben. Hier, dreimal kannst du mitbauen. Dreimal darf ich mitbauen. Ich darf mitbauen, Freunde. Streicht euch das rot an im Kalender. Ich darf mitbauen. Ich habe die Erlaubnis vom Meister mitzubauen. Vom Baumeister oder Meisterbauer heißt es dann eigentlich. Meisterbauer, ja. Aber Emmet ist ja auch dabei bei der größeren Menschen. Nicht Müller, sondern Bauer. Ja, Emmet haben wir ja, weiß ich noch. Mhm. Das weiß er noch. Ja, ja, ich bin nicht ganz so auf dem Kopf, aber. Hm. Wobei ich, wenn im Let's Play immer von Emmet die Rede ist, immer an Emmet Brown. Emmet Brown, das ist sehr verwirrend. Ich habe auch, ehrlich gesagt. Immer muss ich da an Emmet Brown. Ja. Irgendwie ist Zurück in die Zukunft da eher hängen geblieben als Lego Movie. Das stimmt. Das heißt jetzt nichts Schlechtes, aber das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass man damit aufgewachsen ist. Genau, das wollte ich sagen. Vollendet meine Sätze. Großartig. Bitteschön. Ja, das macht uns ja aus. Ne? Gleiche Gedanken, gleiche Spleens. Das ist ja mal ein geiler Weihnachtsbaum. Ja. Hammer. Neue Deko. Für Weihnachten. Also, was mich mal interessieren würde, wenn jemand auch viel Lego hat, gerade so große Flächen, wenn die einstauben, wie macht ihr das sauber? Gerade so bei meinem Simpsons Haus und Quickie Mart, bin ich da teilweise echt am Verzweifeln. 13, 14. Ich glaube, du schmeißt das nur da rein, kann das sein? 14 Stück. Ich muss ja erzählen, ja. Wenn, dann halte ich mich genau in die Einleitung. Was ist? Meistens. Meistens? Ja, ich sag nur, oh, wo ist denn der Stein hin? Und beim nachträglichen Kontrollieren. Ja, genau. Ach, da ist er ja irgendwo ganz unten. Wir müssen nochmal alles ab, hat es alles schon gegeben. Das hat alles schon gegeben, das stimmt. Oh. Ich mach das andere schon mal fertig. Wenn ich es dann finde. Ja, ich hab's schon gefunden. Tirili. Das ist auch wirklich hübsch. Das verdient eigentlich nochmal einen separaten Glaskasten. Ja. Schick ist es. Warte mal kurz, einfach nur da oben drauf. Ne? Nur oben drauf. Alles klar. Jetzt kommt der Kamin unten. Der Kamin muss natürlich rein. Ja, es ist ein Haus ohne Kamin, ist Sozialbauwohnung. Aha. Ja, es wird meiner. Ich glaube, da haben wir was falsch gemacht. Nee, ist schon richtig. Nee, ist doch einer frei, ne? Okay. Alles richtig. Wir doch nicht. Hallo, wir sind doch Profis hier. Wir sind Profibauer. Also, Lego, bitte schick uns ein Set, was uns so herausfordert. Ja. Am besten den Todesstern oder so. Ja. Oder hier diesen Merkin X-Fighter, der über 8000 Dollar. Ach so, ja. Ne? Das wäre noch ein Traum. Ich glaube nicht, dass uns den jemand schenkt. Nur zuschicken. Wir bauen ihn auf, bauen wir ab und schicken wir zurück. Genau, wir verteilen das auch richtig in die Tütchen. Da hat Tobias schon Erfahrung. Oh ja, habe ich. Allein die Arbeit, das ist schon krass gewesen. Aber hat Spaß gemacht. Wahnsinn. So, die Tür kommt. Sekunde. Die Tür. Mach hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Ja doch, ich glaube, ich habe es richtig gemacht. Kommt das da drauf, ne? Ja. Genau. Geht schön von der Hand, würde ich sagen. Zack, zack.
Ja, das ist so. Wie immer bei Lego, ne? Der Weihnachtsmann hat es halt gern gemütlich. Ja, nicht? Ja. Vor allem wäre es schön, wenn es wirklich so schnell geht. Komm, Schatz, wir bauen uns ein Haus. Scheiß auf LBS und so. Ich denke mal, es gibt wirklich schon Lego-Häuser, also habe ich zwar selber noch nicht gesehen, aber ich kann mir das vorstellen, dass Menschen ja, tatsächlich Häuser gibt, aus Lego bauen. Es gibt eins, ja. Ich weiß nicht, wo es steht, aber es gibt eins. Ja, die Vermutung liegt sehr nahe. Oh, guck mal, wir nähern uns schon dem Ende. Ja, krass, ne? Also einfach hier runterstellen, wahrscheinlich noch ein... Nee, das muss da rein, da ist eine Schublade. Achso. Wahrscheinlich kommt dann hier eine Kerze rein und dann... Dann brennt es, super. Dann brennt es. Aber nur einmal. Ja, das war... Jetzt muss es auch einmal schütteln. Vorgezogene... Yay! Vorgezogene Weihnachten. Da müsste man Wasser reintun oder so. Wäre auch eine Idee. Müsste man dicht machen und dann, ja, hier habt ihr dann, mach du mal von deiner Seite, sonst bin ich da im Bild. Eine kleine Schublade, da kann man Weihnachtsgeschenke verstecken. Ja, richtig. Oder? Wenn nicht wie Weihnachten. Wie gesagt, eine Kerze. Ist, ja, toll. Soll das aber die geht sein? Aus. Die geht sofort aus. Da kommt doch keine Kerze rein, oder? Ja. Außerdem würde es überhaupt nichts bringen. Ja, richtig, richtig. Da ist kein Lüftungsschacht. Ich habe eher gedacht, so über Ostern geht der Weihnachtsmann da rein. Ja, genau. Versteckt sich. Genau, er versteckt sich. Ah. Eckstein, Eckstein. Weihnachtsmann muss versteckt sein. Ja, das war schon die schöne Aufbau. Und dann im nächsten Teil folgt dieses schöne Paket. Ach, das ist unwichtig, das brauchen wir heute nicht. Was? Da warte ich schon seit Wochen drauf. Gar nicht wahr. Wochen liegt das schon hier. Alles klar. Nein, ein paar Tage erst. Das heißt, den schieben wir dazwischen? Davor? Ja, ja, dazwischen, zwischen den anderen. Wir haben ja noch so einiges in der Pipeline. Ja, stimmt. Wir tun das dazwischen. Genau. Alles klar. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Paket. Au revoir. Tschüss.